Herzlich willkommen zum Videotutorial in PointCap 3.9 Revision 8. Mit PointCap wollen wir im Folgenden zwei Punktwolken zusammenführen, eine aus dem terrestrischen Laserscan und unsere aus der Drohnenbefliegung, das heißt aus dem Structure for Motion Verfahren. Als Grundlage dienen uns die aus Register exportierten E57 Punktwolken. Zur Erinnerung, das ist unser Gesamtprojekt aus InRegister, welches wir hier abgeschlossen haben und exportiert haben. Und die exportierten Punktwolken haben wir hier noch einmal ein bisschen sortiert nach der Kampagne vom 12. Dezember 2019 und nach der Kampagne vom April, weil uns hier nochmal der Innenraum der Leergeräumte interessieren wird. Für die Georeferenzierung, die im Punktwolken aus der Georeferenzierung liegen, hier nochmal nicht sortiert vor. Die Punktwolke hier ist im letzten Schritt georeferenziert worden mit dieser Kampagne vom Juni 2020, wo wir uns hier im vorderen Bereich befunden haben. Und insofern ist das gesamte Projekt hier bereits registriert und georeferenziert. Des Weiteren haben wir das Agisoft-Projekt, aus dem wir eine dichte Punktwolke berechnet haben, mit 2,2 GB Größe. Und zur Erinnerung, hier lagen uns noch einmal die Zielmarkenplatzierung vor, damit wir die Referenzpunkte nochmal besser setzen konnten in den Bildern. Und zum anderen hatten wir auch hier für die Zielmarken die Koordinaten aus unseren lokalen Systemen. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir hier über die Markierungen und die Projektionen dem Bildverband neu ausgerichtet und eine dichte Punktwolke berechnet, die jetzt im Maßstab ist und auch ausgerichtet an unserem lokalen System, weil wir die Referenzen hier eingeladen haben und den Bildverband daran ausgerichtet haben. Normalerweise liegen Punktwolken nicht im Maßstab und in unserem Fall durch unsere Tachymeterarbeit und die Erfassung der Koordinaten für die einzelnen Zielmarken an den Gebäuden konnten wir diese unstrukturierte Punktwolke bereits in Maßstab setzen und auch ausrichten. Wir werden jetzt uns noch einmal hier kurz die Dateigrößen anschauen. Die Punktwolken vom Dezember ergeben hier bei dem Export aus Register eine Gesamtgröße von 41 GB. Und die Punktwolke, die dichte Punktwolke aus PointCap, liegt hier mit 2,25 GB. Zurück zur PointCap, zu der Oberfläche. Bevor wir die Datengrundlagen hier einladen, gucken wir uns nochmal die Einstellungen an. In den Einstellungen von PointCap sollte man hier unter dem Reiter Allgemein die Werte im Allgemeinen so belassen. Das Einzige, was man dann später nochmal ändern kann, ist die Scan-Kolorierung. Die kann entweder nach Höhe in der Punktwolke oder nach Clustern gewählt werden. Das kann aber auch später im Verlauf des Projekts geändert werden. Unter Ausgabe sollte DWG aktiviert sein und die verbinde PointCap mit einer CAD-Software. Das wird nochmal zum Schluss erläutert. Das ist nämlich hier der Austauschordner für die Kommunikation mit einer CAD-Software bzw. BIM-konformen Software. 3D-Ansicht kann man auch im Großen hier alles so belassen. In Grundriss und Schnitt ist von Bedeutung, dass man hier unten die Projektion planar wählt, damit wir Orthofoto oder Orthofotopläne oder Messbilder bekommen können. Das ist hier die voreingestellte Prozessierung. Das kann man hier auch alles so lassen. Den Reiter können wir überspringen.
Wobei beim Merger, den werden wir auch nochmal vorstellen, sollte auch hier planar eingestellt sein und Skizzenpanorama. Da sind auch nochmal Sachen, wenn wir Panoramen aufmachen in Point Cap, kann man hier auch schon sagen, in welcher hier Layer Selection er diese öffnen soll, damit wir sie sehen sollten, richtig sehen mit der Bildinformation aus von der Kamera, sollte hier Color eingestellt sein. Vermaschung kann man so belassen. Delta ist auch nur wichtig, dass man hier auch planar einstellt. Den Vectorizer werden wir hier nicht vorstellen. Und das sind hier die Einstellungen für den Punktwolkenexport, den man auch bei der Jobvergabe hier auch einzeln nochmal im Projektverlauf steuern kann. Und bei der Registrierung kann man hier auch alles so belassen. Im ersten Schritt werden wir jetzt die Daten aus Register 316 hier einladen in Form der E57 Punktwolken. Dazu drücken wir hier auf Neu, gehen hier auf Scan-Daten wählen und gehen in unseren Ordner, wo wir die E57 Punktwolken hier ein bisschen schon sortiert haben im Explorer, wählen hier die Dezember-Kampagne, wählen Steuerung A und öffnen das Ganze. In dem Moment können wir jetzt hier auf Erweiterte Optionen nochmal drücken und die Werte hier kontrollieren. Registrierung sollte hier aktiviert sein und wichtig ist, dass wir hier auch bei dem maximalen Punktfehler von 0,5 mm bleiben können bei den terrestrischen Laserscan und können dann jetzt in dem Moment das Projekt hier anlegen. Wenn man unter Speichern unterdrückt, gelangt man dann in den Browser hier, in dem man jetzt sagt, wo man das Projekt anlegen will. Wir legen das ganze Projekt in Point Capture Tutorial und müssen dann hier einen neuen Ordner erstellen, den wir jetzt auch benennen wollen. Und zwar umbenennen in Point Cap Synagoge SY Terrestrischer Laserscan TLS und gehen hier rein. Und jetzt muss man hier, er nimmt uns hier, er schlägt uns hier den Namen des ersten Scans nochmal vor. Das werden wir jetzt aber auch nochmal ändern in den Projektnamen und sagen jetzt speichern unter. Damit stoßen wir jetzt den Prozess an. Die Daten werden prozessiert, sie werden jetzt importiert und umgerechnet in ein eigenes Format von PointCap, was wir uns gleich nochmal anschauen werden. Dieser Import dauert auf den rechenstarken Rechner hier circa 20 Minuten. Nach dem erfolgreichen Import und Prozessierung der Daten und dem Anlegen des Projektes sehen wir jetzt die Standardansicht von PointCap, bestehend aus drei Vorschaubildern, sogenannten Röntgenaufnahmen. Man guckt nämlich durch alle Scan-Informationen hindurch, aus der Top-Ansicht, der Front-Ansicht und der Side-Ansicht. Man kann auch hier auch sowas ganz groß aufziehen und kann jederzeit hier nochmal wieder wechseln zwischen der Reiteransicht und Kachelansicht. Und sollten alle Fenster hier irgendwann mal zu sein, kann man unter Ansicht die Draufsicht, Vorderansicht und Linksansicht nochmal aktivieren. Wenn man alle drei aktiviert hat, kann man wieder hier Kachelansicht oder Reiteransicht auswählen. Wir sehen, dass die Punktwolken, die wir jetzt hier importiert haben, eine farbliche Kodierung bekommen visuell. Die am tiefsten liegen hier im Abgang der MICVE sind dunkelblau und die am höchsten liegen haben die Farbe rot. Das liegt daran, dass wir bei den Einstellungen bei Allgemein hier Scan-Kolorierung nach Höhe vorgenommen haben. Man kann hier nochmal immer jetzt auch nochmal wechseln auf Cluster. Wir haben bislang keine Gruppierung hier vorgenommen in Cluster, insofern sind alle jetzt rot. Diese Einstellung kann man dann hier nochmal jederzeit ändern. Wir sehen auch, dass standardmäßig diese Ansichten hier generiert werden und darunter sehen wir den Job-Editor. Wenn man da draufklickt auf diese Jobs, dann sehen wir auch, welche Prozesse hier abgelaufen sind. Wir sehen hier, dass alle Scans hier herangezogen wurden, um diese
um diese Ansichten zu generieren und können das jederzeit hier auch nochmal ändern. Dazu muss man aber hier auf rechte Maustaste gehen, ändern, und dann müsste man das nochmal neu berechnen hier über diesen Button. Unten sehen wir nochmal die Einstellung, die wir schon aus diesen Einstellungen hier oben kennen, dass wir hier Planar-Projektion haben wollen, und die Datei ist dann als DWG nochmal gespeichert. Das Interessante ist jedoch, dass man sich das nochmal hier anschaut, was hier passiert ist im Hintergrund. Wir haben jetzt dieses Projekt angelegt in dem Ordner PointCap Tutorial und können uns sehen jetzt, dass hier eine PointCap-Datei liegt und dann noch zwei Ordner. PointCap wandelt alle E57 Punktwolken, die wir hier importiert haben aus dem Ordner, in ein eigenes Format, in das sogenannte LSD-Format. Und wir sehen das Spannende hier, dass die Daten einfach um ein Vielfaches kleiner sind. Der erste Scan hier ist 1,1 GB groß, und hier sehen wir, dass er jetzt nur noch ungefähr ein Zehntel groß ist. Und das Ganze sehen wir auch sehr schön hier, wenn wir ganz oben nach oben gehen und uns die Größe des Projektes anschauen. Dann ist das gesamte Projekt jetzt 6,9 GB groß. Im Vergleich dazu, allein die Punktwolken, die wir hier eingeladen haben, waren 41 GB groß. Das ist ein großer Vorteil von PointCap, dass man PointCap sehr gut für die Archivierung der Projekte nutzen kann, denn alle Scans sind hier noch enthalten und man kann sie jederzeit, wir kommen noch mal ein bisschen später dazu, auf die Werkzeugleiste hier, man jederzeit kann man jeden beliebigen Punktwolke über diesen Button exportieren. Ich könnte auch sagen, dass ich gerne diese zwei Scans noch mal exportieren will, dann sehen wir, dass die auch, dass man hier so mit diesen Fenstern noch sagen kann, welchen Bereich man exportieren will, und dann sehen wir auch gleichzeitig, dass ein neuer Job angelegt worden ist, den wir jetzt auch hier auch umbenennen könnten und dem man auch sagen kann, welche Scans denn überhaupt jetzt hier berücksichtigt werden sollen bei dem Export, und das haben wir hier schon mit dem Auswahlfenster gemacht, und dann bei der Datei hätten hier oben bei der Prozessierung sagt man noch, in welchem Format diese exportiert werden sollen, und dann kann man das Ganze anstoßen und dann landen diese Punktwolken hier in den Ordner 3D, den man hier nochmal sehen kann. Unter Results liegen nämlich 3D, da würde jetzt die Punktwolken liegen, wenn wir jetzt den Prozess, den Job angestoßen hätten. Unter Autofotoplänen liegen diese drei stets vorangestellten Ansichten, Top, Left und Front. Und wenn wir uns mal hier nochmal ein bisschen tiefer eingraben, dann sehen wir hier, dass auch das Bild auch hier nochmal vorliegt und auch die Koordinaten für die Positionierung, wenn man später diese ausgerichteten Pläne dann direkt in CAD einladen will. Unter Dokumentation landen dann die Merger, die man, oder die Delta-Analyse, die man im Projekt erstellen kann. Wir werden jetzt hier diesen Job löschen. Den wollen wir nicht starten, deswegen wird er jetzt mit der rechten Maustaste gelöscht. PointCap bietet, wie bereits gesagt, eine gute Gelegenheit, Projekte zu archivieren, weil eine sehr gute Übersicht zu den einzelnen Standorten vorhanden ist, zu den Gesamtszene, und man kann aber jederzeit auch weitere Scan-Daten und Projekte hinzufügen, und das gucken wir uns hier nochmal an. Unter den erweiterten Importer oben können wir die einzelnen Scans hier sehen, die wir bereits eingeladen haben, und mit den Informationen und dem Panoramen, die bei den Scans vorliegen, und sehen ganz unten hier, dass weitere Projekte hinzugefügt werden können. Wenn wir beispielsweise hier den aufgeräumten oder beziehungsweise leergeräumten Innenraum der Synagoge haben wollen vom April 2020 anstelle des unaufgeräumten Raumes hier vom Dezember, dann können wir hier auf Hinzufügen gehen und gehen wieder auf unsere Daten
auf unsere E57 Punktwolken aus Register und gehen auf den Ordner hier mit dem Datum vom April und würden jetzt hier lediglich hier die Scan-Daten hinzufügen, die uns interessieren, und zwar die vom Innenraum, Erdgeschoss und von der Empore, und können dann diese jetzt öffnen. Sind die neuen Scan registriert? Ja, sie sind registriert. Die kommen ja aus dem ein und demselben Register 360 Projekt bei uns. Insofern können wir das jetzt hier anstoßen und können dann sehen hier schon die Vorschau von diesen Scans und können dann jetzt hier den Prozess starten. Dann werden die Daten jetzt eingefügt. Der effizientere und elegantere Weg ist es jedoch, diese Scans, die wir importieren wollen, in einen eigenen PointCap-Projekt zu importieren. Dies haben wir hier getan. Wir sehen hier den Innenraum der aufgeräumten Synagoge. Das heißt, die ist jetzt hier leergeräumt, ohne Bestuhlung, und sehen hier in den inverteten Importer noch einmal alle Scans, die hier vorliegen, und können dann nochmal hier in das Cluster reinschauen, was wir uns gleich nochmal anschauen, sehen die einzelnen Scans mit der Benennung aus Register und können jetzt, nachdem wir dieses Projekt hier neu gemacht haben, das Ganze hier schließen. Wenn wir ein Projekt schließen, wird stets der letzte Zeitpunkt gesichert. Wir wechseln jetzt wieder in unser Projekt, ursprüngliches Projekt mit den Dezember 2019 Daten, und öffnen jetzt PointCap. Und sind jetzt in der Lage, viel effizienter Daten hinzuzufügen über den erweiterten Importer. Wenn wir jetzt nämlich nach unten gehen und jetzt sagen hinzufügen, jetzt aber keine E57 Punktwolken, sondern aus dem PointCap mit den Daten aus dem April, vom April 2020, gehen wir jetzt in den Ordner mit dem umgerechneten E57 Punktwolken und sehen hier auf einmal die LSDX-Datei, in der alle Informationen zu allen Punktwolken drin stecken, und wenn wir das jetzt öffnen, sehen wir, dass die auch hier alle, dass wir eine Vorschau sehen, und wenn wir den Prozess jetzt anstoßen, dann sind wir innerhalb von kurzer Zeit mit dem Import fertig, und wir sehen auch schon, was hier passiert. Es wird die Vorschau muss jedoch neu vorgerendert werden, weil wir natürlich jetzt zusätzliche Informationen, zusätzliche Scans haben. Das wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, und wir sehen auch, dass wir jetzt hier mehr Scans haben als ursprünglich. Das Ganze hat circa 5 bis 7 Minuten gedauert, und wir sehen jetzt hier das Ergebnis. Wir gucken uns in den erweiterten Importer das Ganze genauer an. Wir haben jetzt hier oben unsere Scans aus der Dezember-Kampagne und unten die neuen Scans. Wir haben hier auch im Cluster die Möglichkeit nochmal zu unterscheiden. Das war jetzt nochmal der neue Import mit Mainz EG, genau, vom April, und das war nochmal hier das ursprüngliche Projekt. Cluster kann man jetzt nochmal hier kurz vorstellen. Über Cluster kann man sehr schön Daten strukturieren hier auch. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten gerne ein neues Cluster machen, kann man rechte Maustaste drücken, Doppelklick drauf und sagen jetzt Synagoge Mainz EG oder Innen Dezember 2019 und nehmen die hier mal raus. Das sind nämlich hier die hier, wobei das Dachgeschoss belassen wir und einfach auswählen, über linke Maustaste gedrückt halten und dann ins neue Cluster schieben. Dann landen sie auch hier, und dann kann man hier noch Dachgeschoss belassen wir, dann kann man das Ganze hier
jederzeit nochmal mit Doppelklick umbenennen innen EG Empore. Und das hier ist eigentlich das, was uns dann interessiert. Wir können auch jederzeit dann auch sagen, wenn wir jetzt die Cluster gemacht haben, dass diese auch hier dargestellt werden sollen. Dann geht man auf Projekteinstellungen allgemein und nach Cluster. Dann sieht man jetzt den Unterschied. Wir haben jetzt drei verschiedene Cluster hier in dem Projekt. Die roten mit dem Dachstuhl und Mikve und alle Scan-Positionen außen. Und dann haben wir einmal nochmal innen Dezember in blau und innen April in grün. Wir können auch sagen, dass wir hier über rechte Maustaste die Scans vom Dezember deaktivieren wollen. Dann werden die alle hier ausgegraut und dann werden jetzt automatisch, die sieht man auch hier, dass die jetzt nur eine Kontur haben und nicht voll mit Farbe gefüllt werden. Und würde man jetzt irgendwie hier Prozesse, neue Berechnungen starten, würden diese nicht berücksichtigt. Man kann auch diese auch komplett rauslöschen. Wenn wir jetzt hier entferne Cluster drücken würden, dann würden die Scans auch entfernt werden aus dem Projekt. Wenn wir jetzt diese deaktivierten Scan-Positionen löschen wollen, dann sollten wir noch einmal das Projekt hier schließen. Mit Schließen wird immer der letzte Stand gesichert und wir sind gezwungen, dieses Projekt einmal zu kopieren und einmal einzufügen, denn PointCap kann keine Zwischenstände speichern. Das heißt, wenn Sie die Zwischenstände behalten wollen, sollten Sie immer die Projektordner kopieren und diese dann sachgerecht benennen, wie hier zum Beispiel Innenraum April 2020. Wenn wir jetzt da reingehen, die Datei öffnen, dann können wir jetzt hier auf den erweiterten Importer noch einmal gehen und unter Cluster diese ganzen hier aufklappen und jetzt löschen wir das Ganze, entferne Cluster. Sind Sie sicher, dass Sie die Scans permanent löschen wollen? Ja. Und wir sehen, dass die Scans hier jetzt auch verschwinden. Und wenn wir das jetzt hier wieder schließen, dann sehen wir jetzt auch, wir öffnen wieder die gleiche Datei, dass diese jetzt ohne die Scans im Innenraum auskommt. Und wir haben jetzt auch im Cluster ein Cluster weniger. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass man mühelos Scan-Daten aus einem und demselben Register 360 Projekt importieren kann und die landen dann auch an der richtigen Stelle, sind bereits genau richtig hier registriert, müssen wir uns jetzt der Herausforderung stellen, die Punktwolke aus dem Structure for Motion Verfahren mit diesem PointCap-Projekt zu verbinden. Und hierzu schauen wir uns noch mal kurz die Ausgangsdaten an. Wir haben hier das lokale System aus der Scan-Kampagne vom Dezember 2019 verwendet, um über die Zielmarkenkoordinaten diese Punktwolke in den Maßstab zu setzen und auch auszurichten. Und die gleichen Passpunkte und Koordinaten wollen wir jetzt reinladen in PointCap, um die Punktwolke hier genauso auszurichten und zu positionieren wie die Structure for Motion Punktwolke. Hierzu werden wir uns jetzt von der Datei hier verabschieden und werden jetzt hier diese drei Zwischenstände hier erstmal löschen und holen uns den Ausgangsstand, den wir bearbeitet haben, also die reine Punktwolken vom Dezember 2019. Wir öffnen dieses zwischengespeicherte Projekt, Ausgangsprojekt nochmal, und können dann mit der neuen Ausrichtung anhand der Passpunkte beginnen.
Hierfür stellen wir oben Panorama vor und 3D-Punkte vor. Und wir können in ein Panorama eintauchen, indem wir jetzt hier uns reinklicken und dann auf einen Scanner drücken. Die meisten Scanner haben ein 360-Grad-Panorama, das man sich auch anschauen kann. Und in diesem Panorama identifizieren wir auch die Zielmarken. Und diese Zielmarken werden jetzt hier mit einem 3D-Punkt erfasst. Mit der linken Maustaste drücken. Wir haben den ersten Punkt hier reingesetzt. Und wir fassen hier eigentlich die Punktwolke dahinter auch an. Auch wenn wir jetzt erstmal hier im Bild agieren. Wir können dieses Panorama schließen und gehen dann weiter auf die Scannerposition, tauchen hier ein. Das Bild wird generiert und sehen hier jetzt noch spannender, wenn wir uns die Seite anschauen, dann sehen wir nämlich hier die Zielmarke 105, 104, 106 und 102, 101. Die eine ist versteckt hinter dem Baum, aber wir können zumindest die hier einmal ansteuern. Die haben wir nicht benutzt als Passpunkt. Die hier und die beiden. Diese Fehlermeldung wird nochmal ignoriert und so lange hier gedrückt, bis ein 3D-Punkt gesetzt werden kann. Und schließen auch dieses Panorama und gehen von dieser Scanner-Position zur nächsten Position. Wählen hier Panorama aus, tauchen hier ein und zoomen uns jetzt rein und setzen die nächsten Punkte. Wir kommen jetzt einmal rundherum hier und das wird unsere letztes Panorama sein, was wir nochmal nutzen, um hier diesen Punkt über der Tür, den 107, zu markieren als 3D-Punkt. Und das dürfte uns jetzt erstmal reichen. Und im nächsten Schritt gehen wir hier auf den Transformationsrechner oben. Sehen jetzt alle 3D-Punkte, die wir gesetzt haben. Es waren insgesamt 10 Punkte. Wir sehen auch die Koordinaten und haben jetzt die Möglichkeit, hier Datei hinzufügen, eine Datei auszuwählen. Wir wählen jetzt hier die Datei aus, und zwar die Passpunkte für Agisoft, unsere Textdatei, und drücken auf Öffnen. Wichtig ist, dass wir hier schauen, Spaltenseparator ist Komma, Dezimalseparator Punkt und die Einheiten. Und dann sehen wir auch schon, dass PointCap die Textdatei richtig interpretiert hat. Wir sehen hier das waren unsere Spinnen, das waren unsere Zielmarken an der Fassade und einige davon, die 107, die 101, 2, 4, 5, haben wir auch als 3D-Punkt in den Panoramen gesetzt. Sagen jetzt hier Import. Dann werden Sie hier eingeladen. Jetzt ist es so, dass wir hier keine Transformation haben wollen mit Maßstab. Das ist normalerweise der Fall, wenn Sie unstrukturierte Punktwolken aus einer Drohnenbefliegung haben, die nicht im Maßstab sind. Dann könnte man jetzt mit Hilfe von diesen Passpunkten diese Punktwolke aus einer Drohne in Maßstab setzen. Das ist bei uns jetzt erstmal nicht nötig, weil unsere Punktwolke bereits in Agisoft über diese Passpunkte in Maßstab gesetzt worden ist und auch ausgerichtet worden ist. Wenn wir jetzt hier auf die rechte Seite gehen und sagen Suche nach Konstellationen und das hier drücken, dann findet PointCap automatisch mögliche Konstellationen von unseren 3D-Punkten und den Zielmarken, die wir die Passpunkte definiert haben. Und dann sieht man auch, dass er auch die richtigen hier auch gleich definiert. Das heißt, er hat alle hier gefunden. Und das Spannende sind die Residuen, die wir hier sehen mit diesem Delta-Fehler. Und wir brauchen mindestens 3 Punkte, um dieses Projekt jetzt auszurichten.
Mehr ist natürlich dann nochmal besser. Man sollte aber hier bedacht sein, die großen Fehler rauszulöschen. Die größten Fehler sind hier einmal der Punkt mit ungefähr 3 oder fast 4 cm. Wir gehen hier rein in die mittlere Spalte, rechte Maustaste löschen und dann noch einmal Suchekonstellation und gucken, was wir jetzt noch an schlechten Werten haben. Ganz oben fast 2 cm. Von dem werden wir uns jetzt auch nochmal verabschieden, löschen, Suchekonstellation und sehen jetzt, wir haben 4, das ist besser als 3. Wie gesagt, mindestens 3 sollte man haben und wir sehen, dass wir überall eine Fehlerquote von unter 1 Zentimeter haben. Das ist vollkommen ausreichend. 1 Zentimeter oder tick über, also bis zu 2 Zentimeter können wir uns hier erlauben. Jetzt in dem Moment würde man hier das Ganze berechnen und transformieren. Und das tun wir jetzt und transformieren und die Transformation anwenden. Alle Jobs werden in dem Moment nochmal neu berechnet und das Projekt wird dann natürlich auch überschrieben. Deswegen sollte man immer Zwischenstände speichern und die Projekte kopieren, weil in dem Moment wird, wie gesagt, der letzte Stand dann überschrieben. Wir sagen ja, wir bestätigen das Ganze. Zur Kontrolle kann man hier nochmal schauen. Wichtig ist, dass der Maßstab 1 ist. Bei terrestrischen Laserscan-Daten, die registriert worden sind, die im Maßstab vorliegen, ist da, sollte hier eine 1 stehen. Wir drücken ja und dann ist das Projekt jetzt neu ausgerichtet worden und wir können beobachten, wie die Vorderansichten nochmal neu gerendert werden. Das Projekt wurde jetzt noch einmal hier neu berechnet in den Voransichten und wir sehen, dass unsere Synagoge jetzt im Uhrzeigersinn nach rechts gekippt worden ist und können hier noch einmal zur Erinnerung reingehen mit dem Messwerkzeug hier und zur Erinnerung uns nochmal hier vergegenwärtigen, dass hier unser Tachymeter stand. Das war unser Standpunkt 1 und wir haben dann bis Standpunkt 7 hier uns orientiert. Das war die Orientierung von dem Projekt. Und dann sind wir mit dem Tachymeter auf die nächsten Stationen hier gegangen. Man erkennt sehr schön hier das Stativ. Und ich kann jetzt einmal hier drumherum laufen, um den Polygonzug nochmal zu zeigen. Jetzt habe ich aus Versehen einen 3D-Punkt gesetzt. Dann geht man hier nochmal rein, rechte Maustaste löschen. Ja, dann wird der 3D-Punkt gelöscht und wir ziehen zu veranschaulichen einmal diesen Polygonzug nochmal nach. So, das war unser Polygonzug. Und wir sehen, dass wir hier einen Winkel haben von 1,3 ungefähr. Und wir sehen auch hier, dass das Projekt jetzt eigentlich schon fast hier ausgerichtet ist. Und wir werden jetzt uns anschauen, wie die Scan-Daten aus dem Structure for Motion Verfahren aus Agisoft nochmal in PointCap aussehen, um sie dann hier zu importieren. Dazu schließen wir dieses Projekt, welches wir hier jetzt auch benannt haben mit Lokalsystem am Ende. Das waren unsere Ausgangsdaten und werden jetzt nochmal ein neues Projekt erstellen, in das wir die E57-Punktwolke aus dem Structure for Motion Verfahren einladen. Neu. Man kann hier auch schon sagen, dass wir hier ein Drohnendaten importieren. Bei unserer Punktwolke, die sehr genau ist und keine großen Landschaften abdeckt, sondern eher ein kleines Areal, können wir hier terrestrischen Laserscan beibehalten und gehen jetzt nochmal hier rein in Agisoft-Projekt, wo unsere dichte E57-Punktwolke liegt mit den 2,2 GB und öffnen diese und gucken uns das einmal an. Wenn wir nämlich hier umstellen würden, dann sehen wir, dass der maximale Punktfehler von 0,5 mm auf 5 mm springt.
und dass wir hier auch nochmal Blockgrößen größere haben. Ich werde das jetzt nochmal rückgängig machen. Beim terrestrischen Scanner sehen wir, dass der maximale Punktfehler kleiner ist und die Blockgröße bei 10 Metern ist. Die Blockgröße ist das, wie Point Cap diese unstrukturierte große Punktwolke zerlegt. Point Cap erkennt nämlich, dass dort keine einzelnen Standpositionen von Scannern sind und einzelne Scans, sondern eine zusammenhängende, unstrukturierte Punktwolke, und diese wird dann Point Cap für die Prozessierung in Blöcke zerlegen. Damit wir nicht allzu viele Blöcke haben, wechseln wir hier auf 50 Meter. Zum Abschluss drücken wir hier auf Speichern und legen damit einen neuen Projektordner an. Unter Tutorial neuer Ordner mit dem Namen Synagogue Structure for Motion, wählen diesen aus und sagen hier auch noch Synagogue Structure for Motion. Jetzt werden die Daten importiert und umgewandelt von E57 in das Format von Point Cap. Die unstrukturierte Punktwolke aus Agisoft wurde hier innerhalb von ca. 5 Minuten importiert. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal oben an. Damit wir jetzt hier besser erkennen, was wir hier alle so sehen in der Top-Ansicht, können wir jetzt nochmal hier auf rechte Maustaste gehen, den Job ändern, die Top-Ansicht, dann wird diese nochmal neu gerendert. Wir wollen diese aber anders prozessieren. Wir wollen nämlich ein bisschen Farbe hier reinbringen, damit wir das Bild auch besser lesen können, und gehen hier auf 90 und werden das Ganze jetzt noch einmal anstoßen. Wir sehen, dass er jetzt hier 4 Scans prozessiert. Das sind jetzt diese Kacheln, diese Blöcke, die wir definiert haben in 50 Meter, und sehen jetzt hier, dass wir mit ca. 89% Farbe hier das Ganze von oben in Farbe sehen können. Und unter den erweiterten Importer sehen wir diese Blöcke, die 4, die auch hier prozessiert jedes Mal. Das sind nämlich diese 50er Blöcke. Hätten wir hier 10 eingestellt, hätten wir hier eine Vielzahl an Blöcken, die er nochmal hier registrieren würde. Unter Cluster landen die Structure for Motion Punktwolken, diese Blöcke, immer in ein Cluster namens Base. Und wir schließen das Ganze, und zum Vergleich werden wir jetzt nochmal die mit dem Messwerkzeug von den Stativ uns nach außen bewegen. Wir sehen, dass diese Punktwolke beschnitten worden ist in Agisoft. Sie reicht nämlich hier nicht mehr weiter, deswegen kann ich jetzt diesen Punkt schlecht anpeilen. Wir sehen aber, dass die Ausrichtung ungefähr die gleiche ist wie nach der Umwandlung jetzt der Daten vom Dezember 2019 aus dem terrestrischen Laserscan. Insofern hoffen wir, dass das jetzt alles übereinander passt. Der Vollständigkeit halber werden wir hier die virtuellen Panoramen vorstellen. Wir haben nämlich in der Punktwolke aus einem Structure for Motion Verfahren keine Standpunkte von Scannern und auch keine Panoramen, die der Scanner dann auch von den Standpunkten macht. Point Cap ermöglicht uns aber, sogenannte drei virtuelle Panoramen zu erstellen. Wir wechseln mal kurz in die Reiteransicht und gehen jetzt hier auf das Panorama und setzen jetzt hier ein Panorama. Das erste war hier ungefähr so, dann haben wir hier eins abgesetzt, sehen jetzt hier diesen Panorama auch hier in den Ansichten und müssen jetzt nur gucken, dass wir nicht zu tief mit dem Panorama landen. Das ist ja hier die Treppe, die ich auch hier gut erkenne. Insofern weiß ich jetzt, dass ich jetzt hier auf jeden Fall nicht unter der Punktwolke bin, dann würde ich nämlich gar nichts sehen, oder in Punktwolken drin, dass meine Sicht dann
verdeckt ist. Diese Anomalien hier kommen vom Baum, der da drüber ist. Das heißt, ich weiß, dass es wahrscheinlich höher ist. Den Baum sehen wir jetzt auch hier. Und wenn wir hier einen Punkt gesetzt haben, justiert haben, sehen wir, dass rechts ein virtuelles Panorama erstellt ist. Und wir können jetzt hier das Ganze auch umbenennen. Zum Beispiel kürzer fassen. Pano weiter. Und gucken uns das Ganze an. Wir sehen jetzt auch, dass er hier natürlich die Punktwolke komplett in Anspruch nehmen muss, um dieses Panorama zu rendern. Und wir schicken dieses Panorama jetzt. Das dauert jetzt auch eine Weile, bis dieses Bild gerendert wird. PointCap setzt nämlich hier eine Kamera und rendert jetzt eine Rundum-Ansicht. Und wenn wir jetzt hier Doppelklick drücken, dann sehen wir, dass wir, ich mache es ganz groß, dass wir in einem Panorama jetzt sind, also Panorama-Ansicht der Punktwolke. Und wir sehen auch hier, dass ich jetzt hier die Zielmarken erkenne. Und jetzt könnte man analog wieder das Spiel machen mit den Punkten, die man hier identifiziert in den virtuellen Panoramen. Unser Panorama schließen, ein neues Panorama widersetzen, analog den Standpunkten, die wir bei den terrestrischen Laserscannern hier eingenommen haben, und dann die 3D-Punkte setzen. Und dann könnte man wieder den Transformationsrechner betätigen und das Ganze hier ausrichten. Das Spiel könnten wir jetzt hier machen. Wir würden aber genau das gleiche Ergebnis bekommen, was wir schon hier haben, weil, wie bereits gesagt, die Daten in Agisoft bereits skaliert und ausgerichtet worden sind. Das heißt, wir würden keinen Unterschied sehen. Nichtsdestotrotz sollte dieser Weg bekannt sein, dass man hier diese virtuellen Panoramen erstellen kann und 3D-Punkte in denen platzieren kann, um den Transformationsrechner anzuwenden. Wir schließen jetzt dieses Projekt, das wird automatisch gespeichert und liegt jetzt bei uns hier in diesem Ordner bereit. Und in diesem Ordner finden Sie auch unter Point Cloud die LSD-Dateien und die sogenannte LSDX, die wir bereits einmal reingeladen haben. Das war dieser leergeräumte Innenraum der Synagoge. Und wir wollen jetzt weiter so verfahren, dass wir jetzt in die bereits ausgerichtete im lokalen System Punktwolke vom terrestrischen Laser reinkommen. Und jetzt hier in den erweiterten Importer ganz nach unten und ganz unten hier sehen wir, dass wir weitere Scan-Projekte hinzufügen können. Und in unserem Fall wollen wir SY für Synagoge Structure for Motion im Point Cloud die LSDX einladen. Und wir starten jetzt diesen Vorgang. Jetzt müssen nochmal die Ansichten neu gerendert werden. Die LSDX-Datei wurde jetzt importiert. Die Vorschauen wurden neu gerendert. Um jetzt sicher zu gehen, dass wir hier alles drin haben und das nochmal gegenzuprüfen, werden wir zwei Schnitte anlegen. Zum einen bleiben wir erstmal hier in dem Projekt und legen hier einen Schnitt aus dem Werkzeugkasten hier. Grundrisse und Schnitte kann man das Werkzeug auswählen. Und wir zoomen uns mal rein. Und mit der gedrückten Shift-Taste können wir jetzt einen Schnitt hier mal einlegen und ablegen. Man kann hier die Tiefe des Schnittes definieren. Je dünner, desto genauer ist dann der Schnitt. Und wir sehen auch hier den Schnittbereich. Wir sind jetzt hier 10 cm vorne und hinten 0,6, wir können auch sagen 0,05, und hier könnten wir auch sagen, dass wir uns im Schnittbereich 0,08 bewegen wollen, und das Ganze wird hier nochmal
angepasst von der Tiefe. Und von oben und unten muss man auch nochmal das Ganze hier anpassen in den Ansichten. So. Damit haben wir unseren ersten Schnitt. Ich kann den auch hier auch benennen richtig, indem ich denen sage jetzt, das ist der Querschnitt 1,1 Test SFM und sage jetzt weiter. Und hier müssen wir jetzt sagen, welche Scanner für die Berechnung herangezogen werden sollen, und das geht auch auf die Rechenleistung, auf die Rechenzeit. Insofern kann man das über Cluster später nochmal schön sortieren. Hier weiß ich aber, dass ich auf jeden Fall die Scans, diese vier Blöcke aus dem Scanner haben, aus dem Structure for Motion Verfahren haben will, und hier würde ich behaupten, dass ich jetzt die Mikve nicht brauche, um da ein bisschen Zeit zu sparen. Dann können wir die Scans schon mal ausschalten. Die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf, deswegen belasse ich sie und lasse das Ganze jetzt laufen. Der Schnitt liegt jetzt vor. Ich kann hier mit einem Doppelklick diesen aufrufen, kann das Ganze groß machen, kann mit dem Auge hier auch sagen, dass ich die Scannerposition ausschalten will, um hier nochmal bessere Sicht zu bekommen, und sehe jetzt auch schon, dass ich wir komplett hier die Dachhaut haben, das heißt, wir haben nirgendwo eine Verschattung, und wir sehen, dass die Punktwolke aus dem Structural for Motion Verfahren sehr schön jetzt mit der anderen sich überdeckt. Das kann man hier nochmal auch einmal prüfen. Bei den Scan-Positionen sehen wir nämlich, dass hier diese aus dem Structure for Motion Verfahren auch noch mit berücksichtigt worden sind, und wir sehen hier keine Anomalie oder Verschiebungen. Wenn man jetzt sicher gehen will und den Unterschied nochmal sehen will, wie diese Datei aussah, bevor wir die LSTX aus dem Structure for Motion Projekt importiert haben, dann müssen wir das Projekt jetzt hier schließen. Jetzt wissen wir, dass wir gerade in der Datei waren. Das ist die letzte von 19.48 Uhr. Und insofern müssen wir jetzt die umbenennen, weil wir hier bereits Structure for Motion Daten haben. Also wir haben die terrestrische Laser-Scan-Punktwolke im lokalen System inklusive Structure for Motion. Und wir brauchen jetzt aber den Zwischenstand, also jetzt nicht die Ausgangsdatei, sondern die im lokalen System, also dass sie genauso gedreht ist. Und insofern hole ich mir diese aus einer Zwischenspeicherung hinzu, um hier nochmal eine Prüfung vorzunehmen. Also insofern passen Sie bitte auf, dass Sie hier die Zwischenstände auch immer wieder kopieren und dann auch richtig benennen, damit Sie den Projektfortlauf auch jederzeit abrufen können. Wir öffnen dann diesen Schritt, der davor war, noch einmal auf und werden genau den gleichen Schnitt nochmal anlegen. Der Schnitt lag nämlich hier genau an der Stelle durch hier, und ich mache den mal kurz hier. Und nur noch hier die Höhe anpassen. Und dann schicken wir jetzt diesen Schnitt und gucken hier ein bisschen länger. So. Und schicken den los. Wir sehen hier noch einmal zur Sicherheit, dass wir bei den Scan-Positionen kein Base haben. Also in diesem Projekt liegen keine Punktwolken oder Blöcke aus dem Structure for Motion Verfahren, und wir schicken das Ganze einmal hier zur Prüfung los. Der Schnitt wurde jetzt berechnet, wir können diesen jetzt hier öffnen, und auch hier machen wir den ganz groß und werden dann die Scan-Position ausschalten und zoomen uns rein und sehen jetzt sehr schön, dass hier auf der Rückseite
zwar vom Laserscanner hier die Dachfläche erfasst worden ist. Auf der Seite fehlt komplett die Information, auch über diesen Vordach haben wir keine Informationen. Das heißt, das ist jetzt nochmal der Beweis, dass die Punktwolke richtig über die terrestrischen Laserscan-Punktwolken gelegt worden ist. Wir schließen das Ganze hier und öffnen jetzt noch einmal den letzten Stand. Und können noch einmal hier diesen Schnitt uns vor Augen führen.